الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين Liebe Geschwister, wir befinden uns in den gewaltigsten Tagen. Allah subhanahu wa ta'ala, in den gewaltigsten Tagen des ganzen Jahres bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und gestern war der gewaltigste Tag von allen Tagen im Jahr. Es gibt keinen schöneren und besseren Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala als der 9. Tag, der Tag von Arafah, an dem Allah subhanahu wa ta'ala herabkommt und Allah subhanahu wa ta'ala die meisten Menschen, es gibt keinen Tag, wo Allah so viele Menschen vom Höllenfeuer bewahrt wie am Tag von Arafah. Und dieser Tag heute, der 10. Tag von Dhul Hijjah, der Tag von Al-Eid, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über ihn in Surat al-Tawbah, Al-Hajj al-Akbar, Yom Al-Hajj al-Akbar. Das ist der gewaltigste Tag, der größte Tag von Allah. Der größte, der höchste Tag von Allah subhanahu wa ta'ala. Von den Tagen der Hajj. Ein gewaltiger Tag. Und dieser Eid, den wir heute feiern, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns noch viele schöne Eid geben mit unseren Familien und möge Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Umma viele schöne Eid geben und mit unseren Geschwistern sein, die in Not sind überall auf der Welt. Dieser Tag von Eid, liebe Geschwister, und diese Eid-Tage im Islam sind nicht wie die Feiertage der Kuffar, der Mushrikun. Ja, Feiertage, die nichts mit der Religion zu tun haben, die nichts mit Vernunft zu tun haben, die nichts mit Dankbarkeit und Gottesfurcht zu tun haben. Vielmehr sind es erfundene Feste, die sie haben. Erfunden von Coca-Cola oder von Nikolaus und von Schokoladenfirmen und anderen. Subhanallah. Und die haben nichts mit Religion und nichts mit etwas zu tun, was irgendwie moralisch ist oder dein Herz füllt. Subhanallah. Aber anders ist das bei den Tagen von Eid. Die Eid-Tage im Islam, die sind gebunden. Sie sind gebunden an den Tagen, an dem Allah subhanahu wa ta'ala uns Ibadat geschenkt hat, uns recht geleitet hat, dass wir entweder gefastet haben und daraufhin feiern wir, dass Allah also uns hat fasten lassen, hat uns dem Paradies näher kommen lassen, hat uns unsere Sünden vergeben und dadurch hast du eine Möglichkeit, du hast es verdient. Es ist schön dann zu feiern wegen dem, was du geleistet hast, wegen der Arbeit, die du geleistet hast in Ramadan und so auch in diesen Tagen von Hajj. Die Leute haben eine Anstrengung, sie gehen raus, die Hujjaj, die gehen raus nach Minen und dann ziehen sie weiter nach Arafah und sind in Arafah und es ist heiß in Mekka und in der Umgebung von Mekka in der Wüste und sie beten Allah subhanahu wa ta'ala an und dann ziehen sie weiter nach Muzdalifah und übernachten draußen in Muzdalifah und heute gehen sie wieder zurück und gehen heute mehrere Kilometer nach Mekka und gehen wieder zurück nach Minen und haben sehr, sehr viel, was sie tun und sie bringen Opfer für Allah subhanahu wa ta'ala und sie spenden für Allah subhanahu wa ta'ala und sie spenden an die Armen und sie teilen, was sie haben und sie sind glücklich, subhanallah. Und dieses Fest auch ist ein Fest, was erstens gebunden ist an Ibadah, an gottesdienstlichen Handlungen, dass du Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hast. Die Leute, die nicht in Hajj sind, haben gestern gefastet, haben gestern Dua gemacht und heute ist die Belohnung, dass sie sich erfreuen können an einem Eid, an einem Tag, an dem sie glücklich sein können und glücklich sein können mit ihren Familien. Und diese Eid-Tage, liebe Geschwister, sie sind gebunden oder sie haben alle eine Geschichte. Und darüber werden wir inshallah heute ein bisschen reden, wie es zu dieser Hajj kam. Die Geschichte von Hajj, die Geschichte von Mekka. Vor vielen, vielen tausend Jahren hat ein Mann gelebt, ein Mann, der seinesgleichen sucht. Ein Mann nicht wie andere Männer. Ein Mann, der zu seiner Jugend geprüft wurde, so wie die Jugend heute geprüft wird. So wie die Prüfung heute wird. Und zwar die Geschichte von Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., als er gelebt hat, als er ein junger Mann war, wurde er geprüft und er wurde hart geprüft. Er hat seinen Vater zum Islam gerufen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Maryam.
Und er sagte zu ihm, Ya Abati, la ta'budi shaytan, Ya Abati, Ya Abati. Und er wiederholte und wiederholte. Ja? Oh mein Vater, oh mein lieber Vater, bete nicht den Shaitan an. Oh mein lieber Vater, mach keinen Schirk mit Allah. Oh mein lieber Vater, sonst wird die Strafe von Allah. Er rief seinen Vater zum Islam, aber sein Vater sagte zu ihm, ich werde dich bewerfen mit Steinen und ich werde dich steinigen und ich werde dich töten. Er rief sein Volk zum Tauhid, zum Erfolg, zum Paradies, aber sein Volk, was machten sie? Sie haben ihn abgelehnt. Subhanallah. Und dann kam es dazu, dass dieser Mann, Ibrahim alayhi salatu salam, es gab eine Zeit, liebe Geschwister, schaut heute, du bist ein Gläubiger, aber du bist nicht alleine ein Gläubiger. Du hast viele, viele Gläubige mit dir, von deiner Familie und von deinen Freunden und auf der ganzen Erde hast du Gläubige, die mit dir gläubig sind. Aber Ibrahim alayhi salatu salam, es gab einen Tag, an dem er der einzige Gläubige auf dieser Erde war. Subhanallah, alle anderen haben ihn abgelehnt. Und er war zu einer Zeit alleine gläubig, er und seine Frau. Und niemand auf dieser Erdoberfläche war gläubig, außer die zwei. Subhanallah. Ganz alleine auf dem Wege von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen Allah azza wa jalla lobt ihn im Koran. Und er sagt über ihn, Ibrahim keine Umma. Ibrahim alayhi salatu wasalam, er alleine war eine ganze Umma. Warum? Weil er hat alle Eigenschaften gesammelt in sich, die eine ganze Umma hat. Einer ist gottesfürchtig, einer ist ein Krieger, einer ist ein Prediger, einer ist ein Gelehrter, einer ist ein Kämpfer, einer ist... Und er hatte all diese Eigenschaften in sich, eine ganze Umma in einer einzigen Person gesammelt, subhanallah. Deswegen Allah lobt ihn und er sagt, Inna Ibrahim, wahrlich Ibrahim, war eine Umma. Er alleine war eine ganze Gemeinschaft, eine ganze Nation hat er gesammelt an Khair in sich, in einer Person, subhanallah. Und dann, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn weiter geprüft, so wie wir heute geprüft werden mit vielen verschiedenen Sachen. Und er wurde geprüft. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm befohlen, seine Frau. Und als er sehr, sehr lange gewartet hat, dass er einen Sohn bekam, und er war ein sehr, sehr alter Mann, und er bekam einen Sohn, Allah subhanahu wa ta'ala befahl ihm, mit seinem Sohn auszuziehen und sie nach Mekka zu bringen. Von Palästin, Jerusalem, bis nach Mekka zu reisen. Tausende Kilometer zu reisen durch die Wüste, und er soll seine Frau und seinen Sohn dorthin bringen. Und er machte diese Reise, weil er gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala. Und er brachte seinen Sohn von Jerusalem, von Palästin bis nach Mekka. An einem Ort, wo es nichts gab. Gar nichts gab. Keine Menschen, keine Tiere, keine Bäume, kein Wasser, einfach gar nichts. Allah sagt ihm, lass sie hier und geh wieder zurück. Subhanallah, was für eine Prüfung ist das? Deine Frau mit einem Baby, mit einem frisch geborenen kleinen Baby, mit einem kleinen Kind, mit vielleicht ein paar Liter Wasser und er soll die dort lassen. Und er hat die dort gelassen. Und so wie es überliefert wird in den authentischen Hadithen, wollte er wieder zurückgehen. Und seine Frau ruft ihn. Seine Frau ruft ihn. Ja, Ibrahim, lässt uns hier alleine in der Wüste. Hier ist nichts, hier ist niemand. Hier ist der Tod. Und er antwortet nicht, er geht einfach weiter. Er gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala und er macht das, was ihm Allah befohlen hat. Danach ruft sie noch einmal und noch einmal. Oh, Ibrahim, lässt uns hier alleine in der Wüste zurück. Hier gibt es nichts. Kein Essen, kein Trinken, keine Menschen, kein Fluss, gar nichts. Er antwortet, er geht einfach zurück. Und dann als drittes sagte sie, Allahu amaraka bihada, hat Allah also dir befohlen, uns hier zu lassen? Und er sagte ja. Und er ging weiter. Und dann diese Frau, weil die wurde erzogen von einem Propheten. Sie lebte im Prophetenhaus, im Haus des Iman, des Tauhid. Dann sagte sie was? Als er ihr gesagt hat, ja, Allah hat mir das befohlen. Idan, len yudai'an Allah azza wa jal. Allah wird uns nicht im Stich lassen. Subhanallah. Und dann hat er sie dort gelassen. Aber sie ist in einem Ort, wo es aussieht, als wäre der Tod das, was jetzt kommt. Nichts einfach. Nichts, wo man überleben kann. Nichts, wie man überleben kann. Womit man überleben kann. Und dann sah sie, ja, in der Fata Morgana, in der Sonne, sah sie irgendwo Wasser. Und sie rannte dorthin. Aber als sie dorthin rannte, das war nur es sah nur so aus, als wäre da Wasser. Wenn man von in der Wüste oder in einem heißen Ort den Tal runterschaut. Und dann rannte sie dorthin und sie fand dort nichts. Und dann rannte sie wieder und dann sah sie wieder in die andere Richtung. Und dann rannte sie zurück, weil sie dort Wasser sah, aber da war nichts. Und dann drehte sie sich wieder um und rannte wieder zurück. Und das machte sie 7 Mal. Aber beim 7. Mal
hat ein Engel von Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril alayhi salam, wie überliefert wird, Jibril alayhi salam oder ein anderer Engel, in den Boden geschlagen mit seinem Flügel und dann kam Simsim-Wasser raus. Und dann sprudelte Simsim-Wasser raus. Und das war ihre Errettung, subhanallah, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen beschützt und die Gläubigen beschützt und die Gläubigen versorgt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, er beschützt die Gläubigen. Er bewahrt die Gläubigen. Und dann kam Simsim raus. Und dann kam Simsim raus, dieses Wasser raus. Dieses Wasser, was niemals zu Ende geht. Dieses Wasser, seit Jahrtausenden trinken davon Millionen von Menschen Wasser. Und sie waschen sich damit und subhanallah, und es wird in die ganze Welt, subhanallah, und es wird niemals weniger. Und dieses Wasser ist ein gesegnetes Wasser, das gesegneteste und das beste Wasser auf dieser Erde. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma'u Simsim lima shuriba lah. Wasser von Simsim ist für das, wofür es getrunken wurde. Yani, du hast eine Absicht, du trinkst es mit einer Absicht und das, wofür du es getrunken hast, dafür ist das. Willst du dein Herz reinigen, willst du Gesundheit haben, willst du Baraka haben, das, wofür du deine Absicht machst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, das Wasser von Simsim ist wie eine Nahrung. Deswegen gab es Zeiten, an denen es Dürre gab und keine Nahrung gab und Menschen davon getrunken haben, bis sie davon zugenommen haben, von Ma'u Simsim alleine, subhanallah, wie in den Büchern überliefert wird. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann ging Ibrahim a.s. zurück nach Jerusalem, nach Palästin. Und ein anderes Mal hat Allah ihm befohlen, zurückzugehen nach Palästin. Und er ging zurück und Allah subhanahu wa ta'ala befahl ihm, das Haus von Mekka wieder aufzubauen. Und dann baute er mit seinem Sohn das Haus von Mekka, die Kaaba, wieder auf. Und es gab nur noch die, wie nennt man das? Das Haus war ja davor zerstört. Ja, die Säulen waren noch dort, bestanden noch, aber alles andere war zerstört. Entweder von Tufan, von Nuh, die Überschwemmung von Nuh, als die ganze Erde überschwommen wurde. Und man sagt, dass vorher die Engel das als allererstes gebaut haben. Und es gibt andere Meinungen von den Ulema. Ja, auf jeden Fall hat Allah also ihm befohlen, وَيَذِرْفَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Wie Allah sagt im Koran in Surat al-Baqarah, und als Ibrahim alayhi salam und Ismail, sein Sohn Ismail, als er ist schon herangewachsen, als Allah ihnen befohlen hat, die Kaaba wieder aufzubauen, und dann haben sie wieder die Kaaba aufgebaut. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Ibrahim, ja Ibrahim, rufe die Menschen, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتِيكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Und rufe die Menschen auf, dass sie kommen zu Hajj und mich hier anbeten und mir Tawhid machen, hier in Mekka. Und Ibrahim a.s., wie Ibn Kathir überliefert, Ibrahim sagte, oh Allah, wer soll mich hören? Hier sind nur Berge, hier ist niemand. Aber in dieser Sache lernen wir Muslime den Tawakkul auf Allah subhanahu wa ta'ala. Du, mach deine Arbeit, rufe du zu Allah und der Rest ist bei Allah. Du, mach Asbab, mach ein Mittel, geh arbeiten und das, was du bekommst, das, was dein Rizq steht, das wird schon kommen. Hab Vertrauen auf Allah. Wenn du auf Allah vertraust, Allah wird dir Genüge sein. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Allah sagt im Koran, und derjenige, der auf Allah vertraut, Allah wird ihm Genüge sein. Allah sagte zu ihm, ruf, du hast nur den Ruf zu tun und der Rest ist auf uns. Der Rest obliegt uns alleine. Und dann hat Ibrahim a.s. gerufen, hat Adhan gemacht, dass die Leute kommen zu Hajj. Obwohl es niemanden gab, nur Berge. Aber wie Ibn Kathir überliefert hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat sozusagen die Berge herabgebracht, sodass sein Ruf die ganze Erde erreicht hat. Und schaut, liebe Geschwister, jetzt, Jahrtausende später, jedes Jahr Millionen und Millionen von Menschen rufen, hören den Ruf von Ibrahim a.s. und sie gehen nach Mekka und sie sagen, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Schaut, subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim hat rufen lassen.
die Menschen rufen lassen zu Mekka, als dort keine Menschenseele war. Aber Allah Azza wa Jalla hat seinen Ruf gesegnet, seinen Adhan gesegnet, sodass die ganze Erde ihn gehört hat. Jahrtausende später hat hören lassen, bis zu Yawm al-Qiyamah werden die Menschen seinen Ruf erhören und sie werden dorthin gehen und den Ruf von Ibrahim erwidern, indem sie sagen, Labbaik Allahumma Labbaik, O Allah, hier sind wir. Hier haben wir den Ruf erhört von Ibrahim und hier sind wir gekommen, um dir zu dienen. La ilaha illa ant, la sharika lak. Ja, subhanallah. Schaut, liebe Geschwister, auf den Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala, auf die Einladung zu Ibadah von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann ging er wieder weg. Und ging er wieder weg nach Jerusalem, nach Palästin. Und dann wieder, liebe Geschwister, ein drittes Mal ruft Allah subhanahu wa ta'ala ihn, Ibrahim, nach Mekka zu reisen. Und diesmal wieder mit einer neuen Prüfung, wieder mit einem neuen Ritual, was uns ein Ritual sein wird bis Yawm al-Qiyamah, von den Anbetungen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, wie keine andere Anbetung. Allah subhanahu wa ta'ala rief ihn nach Mekka und hier kommt die gewaltige Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala an Ibrahim und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, dass er seinen Sohn Ismail schlachten soll. Subhanallah, was für eine Prüfung. Und Ibrahim a.s. hat das in seinem Traum gesehen und die Träume der Propheten sind wahr. Und schaut, liebe Geschwister, auf diesen Glauben in seinem Herzen, seinen Iman. Iman wie Berge, wie von hier bis zum Himmel, subhanallah. Was kein nichts beben kann, was nichts bewegen kann, diese Berge an Iman. Und er spricht zu seinem Sohn. Qala ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur mada tara. O mein lieber Sohn, ich habe in meinem Traum gesehen, dass ich dich schlachten. Oder dass ich dich schlachten muss. Oder dass ich dich schlachte. Fanzur mada tara. Was ist deine Meinung darüber? Was sagst du darüber? Ja, er muss das machen. Aber er hat seinen Sohn einbezogen in diesem Traum, in diesem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was denkt ihr, liebe Geschwister? Was denkt ihr, wie die Antwort ist von diesem Sohn, der geboren wurde und der Sohn eines der besten Propheten auf der Erde, Allah subhanahu wa ta'ala, war? Wie war seine Antwort? War seine Antwort, bist du verrückt geworden? War seine Antwort, hast du keinen Verstand? War seine Antwort, das ist nicht Islam, das ist nicht menschlich? War seine Antwort, nein, niemals? War da seine Antwort, Gott kann nicht sowas sagen? Nein, liebe Geschwister, seine Antwort war vielmehr der Ruf und die Erziehung der Propheten. Seine Antwort war, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'allahu minas sabirin. O mein lieber Vater, tue das, was dir befohlen wird. Wahrlich, du wirst mich von den Geduldigen vorfinden. Walamma walqahu. Wie geht's weiter? فَلَمَّا أَلْقَاهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمُ بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَلَمَّا أَسْلَمَهُ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. Als er ihn dann genommen hat und er hat ihn hingelegt und es wird überliefert, dass er ihn hingelegt hat mit seinem Gesicht auf dem Boden, damit er nicht vielleicht wegen der Liebe, die er hat zu seinem Sohn, wegen der Barmherzigkeit, die er hat, nicht, dass er die Angst oder Trauer sieht in den Augen seines Sohnes und dann es vielleicht nicht machen kann. So hat er ihn gedreht auch zum Boden und wollte ihn gerade schlachten, den Ruf Allah subhanahu wa ta'ala zu machen und den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Was hat er dann gemacht? Er hat den Messer auf seinen Hals gelegt und dann hat er durchgezogen und in dem Augenblick kam der Ruf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagte ihm dann, Khalas, stopp, die Prüfung hast du bestanden. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. O Ibrahim, du hast den Traum, du hast den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen gemacht. Du hast den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala schon durchgezogen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm statt seinem Sohn ein Schaf gebracht, was er dann schlachtet. Und er sagte dann, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im nächsten Vers, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, das ist die gewaltigste und größte Prüfung. Subhanallah, stellt euch mal vor, liebe Geschwister, Allah prüft uns mit viel, viel weniger und wir schaffen diese Prüfung nicht. Schaut auf diese Prüfung, die Ibrahim a.s. bekommen hat, seinen eigenen Sohn, auf den er so viele Jahre gewartet hat und gehofft hat, einen Sohn zu bekommen. Und als er dann seinen Sohn bekommt, Allah sagt ihm, schlachte ihn. Um zu sehen,
wie groß die Liebe ist von Ibrahim a.s. zu seinem Schöpfer, zu seinem Schöpfer, der ihn erschaffen hat. Ob in seinem Herzen Allah an erster Stelle ist oder sein Sohn. Allah ist an erster Stelle oder sein Iman, Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ob in seinem Herzen, was das Größte ist, der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, die Gottesfurcht Allah subhanahu wa ta'ala, das Praktizieren der gottesdienstlichen Handlungen und der Prüfungen und Sabr zu haben auf Allahs Weg, oder die Liebe zu Allah größer ist oder die Dunya größer ist. Und Ibrahim a.s. hat in der gewaltigsten Prüfung der Menschheitsgeschichte gezeigt, dass in seinem Herzen Allah subhanahu wa ta'ala an erster Stelle ist. Dass Allah ihm lieber ist als alles andere, sogar sein eigener geliebter Sohn. Und dann Allah azza wa jalla hat ihm stattdessen ein Schaf gegeben. Und er sollte dieses Schaf schlachten und opfern für Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut, liebe Geschwister, diese Sünde von Ibrahim a.s. seit Jahrtausenden bis jetzt, bis zum Tage der Auferstehung, wird es eine Sünde sein, ein Tier zu opfern und zu schlachten. Und liebe Geschwister, dieses Opfer zu bringen und ein Tier zu schlachten für Allah subhanahu wa ta'ala, gehört zu den schönsten Taten, die man machen kann für Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah azza wa jalla liebt. Und es ist nicht das Blut oder das Fleisch, was Allah subhanahu wa ta'ala erreicht, wie Allah sagt im Koran, sondern es ist vielmehr die Gottesfurcht, die darin liegt, Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu leisten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, wa alhamdu lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, alhamdu lillahi rabbil alamin. Liebe Geschwister im Islam, Eidukum Mubarak, kullu amin wa antum bikhair, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch, euren Familien und allen Muslimen auf dieser Erde einen schönen Tag und schöne Eid-Tage bescheren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Gesundheit und Segen geben in euch, in euren Familien, in euren Taten, in eurer Gesundheit, in eurem Rizq, in eurem Besitz, in euren Ibadat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma recht leiten und möge Allah uns allen vergeben. Liebe Geschwister im Islam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über diese gewaltigen Tage, heute und die nächsten drei Tage, dass das Eid-Tage sind. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyamul Eid, hier ayyamu tashriq, hier ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah azza wa jal. Diese Tage von Eid, das sind Tage von Essen und Trinken und Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. An diesen Tagen hat man Spaß, an diesen Tagen ist man fröhlich, an diesen Tagen beschenkt man sich, besucht man sich, soweit man kann. Ja? An diesen Tagen, liebe Geschwister, sind Tage nicht von Trauer, es sind Tage, an denen man Freude haben soll und es sind Tage, liebe Geschwister, an dem man auch Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und gedenkt, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch in Surah Al-Baqarah, وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Und gedenkt Allah an diesen bestimmten Tagen, also an diesen Tagen von Eid, in dem wir uns gerade befinden, und an diesen 10 Tagen von den Tagen Dhul-Hijjah. Wir befinden uns, liebe Geschwister, immer noch in den 10 gewaltigsten Tagen. Und heute ist einer dieser allergewaltigsten Tage im ganzen Jahr. So sollen wir, inshallah, an diesem Tag auch, inshallah, auf unsere Gebete achten. Und wir sollen an diesem Tag essen und trinken und Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Und wir sollen nicht vergessen, dass wir nach jedem Gebet, nach jedem Pflichtgebet, Allah subhanahu wa ta'ala gedenken mit den Takbirats, al-Muqayyida, diese bestimmten Takbirats, die ich auch gerade die ganze Zeit wiederhole, nach jedem Pflichtgebet, bis zum, yani heute und die nächsten drei Tage, bis zum Asr-Gebet. Und dann sind die Eid-Tage vorbei. Ja, dass wir trotzdem diese Takbirat weitermachen. Und dann kann man aber auch die allgemeinen Takbirats, die offenen Takbirats, allgemein immer machen, immer wieder Allah gedenken. Das gehört auch zu diesen Tagen. Und liebe Geschwister, was wir noch lernen von der Geschichte von Ibrahim a.s., als dann Ibrahim a.s. In Minna war und in Minna war, als er seinen Sohn schlachten sollte, da kam der Shaitan. Da kam der Shaitan, um ihn davon abzuhalten. Ja, wie er seinen Sohn schlachten soll und so. Er wollte ihn davon abhalten. Und dann hat Allah Azza wa Jalla Jibril herabgesandt, dass Jibril mit ihm war. Und dann sollte er Steine auf ihn werfen, auf Jibril, mit Jibril a.s. Steine auf den Satan werfen, damit der Satan weggeht.
Und dann hat Ibrahim a.s. Steine geworfen auf den Satan und Satan ist weggegangen, aber er ist dann wiedergekommen und wollte Ibrahim wieder davon abhalten, diese Ibadah zu machen. Und Ibrahim a.s. hat wieder auf ihn Steine geworfen. Und das sind die Rituale, die wir haben seit 5000 oder mehreren tausend Jahren, dass Ibrahim a.s. Steine geworfen hat auf den Satan, so symbolisiert in Minen, da wo die Hujjaj jedes Jahr hingehen und Hajj machen, diese gewaltige Ibadah von Hajj machen an diesen Tagen wie jetzt, heute, so hat Ibrahim a.s. Steine geworfen an diesen Orten und heute, wenn man zu Hajj geht, geht man auch an diesem Ort und es sind dort diese Stellen, wo Ibrahim a.s. Steine geworfen hat auf den Satan, diese Orte, sie sind kein Satan, also sie symbolisieren den Shaitan und dann wirft man Steine darauf, ja, als Sunna von Ibrahim a.s., die er gemacht hat und die Sunna des der Propheten, schon von Propheten Muhammad a.s. und die Propheten, die vor ihm waren, bis hin zu Ibrahim a.s. So dass diese ganzen Rituale, die wir machen, liebe Geschwister, heute, während der Hajj und während wir auch nicht Hujjaj sind, sind die Rituale der Propheten, die Rituale, die Allah liebt, Rituale, die Anbetung sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu jaza' illa al-Jannah. Die angenommene Hajj, die gut durchgeführte Hajj, sie hat keinen anderen Lohn, außer das Paradies. Und deswegen, liebe Geschwister, soll auch jeder von uns versuchen, die Hajj zu vollziehen und auch versuchen, so schnell wie möglich zu vollziehen. Denn schaut, wie viele Leute haben vorgehabt, dieses Jahr Hajj zu machen, aber Allah Azza wa Jalla hat es nicht erlaubt. Allah hat es nicht möglich gemacht für die meisten Menschen der Erde. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, man soll sich beeilen, die guten Taten zu machen. Abschließend, liebe Geschwister, Barakallahu fikum, und allgemein, trotz, dass es ein Tag ist der Freude, vergessen wir nicht unsere Geschwister, die gerade Not und Leid verspüren, in den Orten, wo es Krieg gibt, in den Orten, wo sie unterdrückt werden, sei es in China, sei es in Palästin, sei es in Syrien, sei es im Irak, sei es in Afrika, in Libyen, in Jemen und überall auf der Erde. Unsere Geschwister in Guantanamo, unsere Geschwister, die zu Unrecht verhaftet sind, zu Unrecht wegen ihrer Religion, wegen ihrem Glauben, wegen ihrem Tauhid, in den Gefängnissen und in den Kerkern stecken. Unsere Gelehrte des Islams, die in den Kerkern und in den Gefängnissen geworfen wurden, aus keinem anderen Grund, außer dass sie rufen zu La ilaha illallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen trotz dieser harten Prüfung einen schönen Tag geben. Möge Allah ihre Herzen füllen mit Glückseligkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen füllen mit Freude, ihnen und ihren Familien. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Ausweg machen. Möge Allah sie beschützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie erfolgreich machen in Din und Dunya und Akhira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala für ihre Arbeit, für ihre Opferschaft ihnen Jannat al-Firdaus geben. Und uns mit ihnen und allen Gläubigen. Aqulu ma tasma'un. Walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullahu khairan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi rabbil alameen.